Der Splitter der Nacht klingt auf jeden Fall sehr episch. Ich habe nekromantische Energien entdeckt, die an einem Punkt im Flussviertel zusammenströmen. Dort ist die Trennmembran zwischen der primären materiellen Ebene und der Ebene der Schatten am durchlässigsten. Geht dorthin und verwendet den Schlüssel der Nacht, um in den Splitter der Nacht zu gelangen. Bereitet dann dem Treiben von Morlens und ihrer Todesalbenarmee ein Ende. Wir kriegen eine Kiste der Netheril, wo eine Chance auf einen Arkanisten, das ist also ein Begleiter, glaube ich, einfach mal, und ein Teil der Allianzausrüstung drin sein kann. Und wir bekommen Morlens Schleier. Wenn ihr über weniger als 10% Gesundheit verfügt und ein Gegner tötet, erhält ihr 25% eurer Gesundheit zurück. Oh, das ist hübsch. Oh, das ist hübsch. Besser als das, was Lebensspinnendrüsenhemd macht. Weil das ist natürlich ziemlich cool, wenn es um Kontrollkräfte geht. Für Control Resource ist das super, aber ich nutze ja halt relativ wenig Kontrollkräfte. Und ich kann auch mich auf andere Weisen heilen. Aber das gefällt mir noch ein bisschen besser. Naja, nehmen wir doch mal. Der Splitter der Nacht ragt hoch über Neverwinter empor, doch während des Tages wirft er keinen Schatten, denn der Turm gehört zu den Netheril und existiert hauptsächlich in der Ebene der Schatten, deswegen wirft er auch keinen Schatten, natürlich. Der Haupteingang zu dem Turm befindet sich in der Stadt Evernight im Shadowfell, doch es gibt auch andernorts geheime Zugänge. So, um was wetten wir, dass dieser geheime spezielle Punkt ganz einfach zu finden ist? So dass wir Kavatos Hilfe nicht gebraucht hätten. Könnte es dieses riesige Portal sein, was dort steht? Oh, könnte es dieses Portal sein, wo auch schon eine Wache steht? Oh, welch Zufall. Kavatos war ja wieder sehr nützlich. Okay. Schön, wir sind drinnen. Oh, es ist unglaublich dunkel hier in den Schatten. Dann brauchen wir ein bisschen Licht. Kann ich hier hoch? Kann ich da? Kann ich? Ja! Guck mal, Secret Weg so. Hallo. Ach, kommt. Was? Du lebst noch? Alter! Fällt dir ein? Ich bin gerade am Überlegen. Ich erinnere mich an einen Dungeon. Ich glaube, das war zum Thema Zauberpest. Wo man auch durch so einen Turm geht. Und ich überlege gerade, ob das das gleiche Gewölbe ist. Ob sie das sozusagen einfach nur verwendet haben. Also, das gleiche... ich fände es auch absolut nicht schlimm, nur um das mal ganz kurz abzuklären. Denn sie haben ja generell in diesem Event geht es ja darum... Oder diesem Modul geht es ja darum, dass man immer so die Parallelwelt sieht. Und deswegen macht es natürlich Sinn, bisherige Gebiete dazu verwenden. Und vielleicht ist dieser Turm aus der Zauberpest, oder wo es um die Zauberpest geht, ist ja, glaube ich, wir haben ja auch gehört, dass es die Alternativvariante dieses Turms ist. Und deswegen macht das total Sinn, wenn sie das jetzt entsprechend auch verwendet haben. Sag mal, lässt du mal Renoir in Ruhe? Ha, ich bin ausgewichen, bevor du richtig loslegen konntest. Haha. Geht es? Muss ich hier mehrfach drum herum? Okay, ich muss nach da. Also Fahrt führt nach da, dann gehen wir nach...
Oh Gott, das war ein Fehler. Was, ein Fehler? Nein. Wieso kann ich nach da unten? Kann ich da hin? Nein, eine unsichtbare Wand. Aber da ist ein Weg. Müssen wir bestimmt auch noch hin. Aber erstmal gehen wir jetzt hier... Alter, ich glaube, das ist wirklich genau dieser Turm aus der Zauberpest, beziehungsweise die Schattenvariante davon. Ich finde das toll. Ich finde immer toll, wenn man Sachen wiedererkennt. Gerade aus den alten Zeiten. Sag mal. Ist aber schön zu wissen, man kann also einfach diesem Angriff ausweichen. Und auch schon, wenn man im Angriff sozusagen steckt, kann man dem ausweichen. Na toll, der war komplett daneben. Doomset. Wofür steht Doomset? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Oh, ein Arkan-Paket. Kein Bösewicht? Ich dachte, dass jetzt noch ein Bösewicht erscheint. Ich gucke mich ja um. Ich hoffe ja, dass ich hier noch irgendwo kleine Dinge erfahre, Secrets finde und so Kram. Weg! Ich glaube, in so einem Turm. Es gab irgendwo so einen kleinen Geheimraum, wenn ich mich noch recht entsinne. Es ist schon echt lange her, dass ich da war. Und ich, es ist echt skurril oder verwirrend oder nicht verwirrend oder nicht skurril, sondern eher ein bisschen strange, dass ich das weiß, dass es hier ein... Genau, in so einem Lager gab es so einen Weg, wo man nach oben oder nach unten konnte über eine Treppe. Und das ist echt ein bisschen schräg, dass ich sowas noch weiß. Lass mich. Hilft nicht, saugt. Da gab es irgendwo einen kleinen Geheimweg, wo ich nach oben, nach unten oder irgendwie sowas konnte. Gucken, ob es den hier auch gibt. Hey du, kann ich dir helfen? Kann ich euch helfen? Ihr seid zu dritt. Störe ich das Treffen? Habe ich das Treffen gestört? Das tut mir nicht leid. Das tut mir gar nicht leid. Geister der Neuen von Neverwinter. Mit dem Schleier der Seelen gebiete ich euch. Halt! Wer wagt es, mein Ritual zu unterbrechen? Ihr schon wieder. Dieses Mal kommt ihr nicht davon. Erstens, das letzte Mal ihr seid abgehauen. Oh. Erstens, ihr seid das letzte Mal abgehauen. Zweitens, ihr wisst gar nicht, wer ich bin, denn ich konnte mich nicht vorstellen. Ich bin Asamariel Sandpfote. Glaubenskleriker. Held von Neverwinter. Euer schlimmster Albtraum. Ich, Bezwinger von Demogorgon. Vernichter von Storwald. Tiamat hat mir nicht standhalten... Oh, was? Wo seid ihr? Da hinten. Selbst Tiamat konnte mir nicht standhalten. Bleib stehen. Haut nicht mehr ab. Alter. Valindra. Alter, jetzt haben wir mal genug mit deinem Unsinn da. Okay, das heißt, wenn sie das macht, wird... Was? Okay, ja, ich habe von Tiamat geredet, deswegen musst du nicht gleich einen Drachen beschwören. Oh Gott, du musst nicht gleich einen Drachen beschwören. Natürlich, Drache alleine reicht nicht. Wir brauchen hier noch irgendwelche Mobs. Grave Mist. Grabesnebel. Geiler Name für einen Drachen. Lass mich. Möchte ich gar nicht mitspielen. Nein!
Aber auch dich werde ich bezwingen. Ich. Jener, der schon so viele Drachen getötet hat. Ganz alleine. Ha! Da hast du es. Grabesnebel. Jetzt geht das wieder los. Und hat nicht gereicht, schade. Weg. Stirb. Ha ha ha. Ich, Asavaril, habe wieder mal gesiegt. Habe ich den jetzt? Ne, schade. Ist garantiert unter den Quest-Items. Nee, wo ist denn. Wo hat man denn Quest-Items gesehen? Sieht man die gar nicht mehr? Vermutlich ist es einfach nur eine Zahl irgendwo intern. Oh, Kiste. Kiste! Verhindert, dass Morlath den Schleier der Seelen dazu nutzen kann, die Geister der neuen. Haben wir gemacht! Haben wir noch irgendwas? Warte mal. Protokoll? Nee. Bindet er? Nee, stimmt, das müsste das sein. Ein bisschen länger? Steht das nirgendwo, was ich gerade für Achievements bekommen habe? Ach so, Seelenüberlebender habe ich bekommen. Cooler Titel. Wir gucken uns das gleich an. Wir gehen jetzt erstmal zu Gavatos zurück und berichten ihm, dass wir das verhindern konnten. Und er den Splitter, den Mantel abnehmen konnten. Denn müsste sie doch jetzt aber auch wirklich tot sein, weil nur durch den Mantel wurde sie ja am Leben erhalten. Oder ist das so ein Ding, solange der Mantel existiert, kann, also ein Horcrux-Ding, solange der Mantel existiert, oder ein Phylakterion-Ding, kann sie nicht sterben? Gavatos, was sagst du dazu? Morlath wurde besiegt und der Schleier der Seelen ist wieder in sicheren Händen. Gute Arbeit. Wir werden uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang mit diesen Todesalben herumschlagen müssen. Doch wenigstens müssen wir uns nicht mehr wegen der Nekromantin sorgen. Zumindest steht das zu hoffen. Bei diesen Untoten weiß man ja nie. Ja, sie wird wiederkommen. Und, sichere Hände? Meine? Meine Pfoten? Sind meine Pfoten die sicheren? Das glaube ich. Deine? Nein. Rückkehr der Schatten? Auch wenn ich natürlich hoffe, dass die Krise mit Morlath überwunden ist. Sagt mir meine Erfahrung das Gegenteil. Die Todesalbe treiben sich weiterhin im Flussviertel herum. Und der Splitter der Nacht ist noch immer eine Bedrohung. Ich denke nicht, dass das Shadowfell so leicht aufgibt. Die Todesalbe im Flussviertel könnten den Schlüssel zu einem erneuten Eintritt in den Splitter der Nacht besitzen. Verhindert, dass sie erneut zur Gefahr werden. Solange ich ein Wörtchen mitzureden habe, werden die Schatten nicht zurückkehren. Was? Okay. Wir machen jetzt erstmal den Kram auf. Hier die Kiste. Und drinne ist... Oh... Eine Halskette. Yay. Na gut. Aber der Mantel, der ist natürlich... Der ist natürlich cool. Wie sieht denn der aus? Okay. Okay. Okay, der ist... Der ist... Der ist... Oder bin ich ja schon mal am überlegen, ob ich das austausche. Momentan trage ich ja so. Weil das halt schon mehr Geweih ist, ne? Aber das andere sieht halt auch sehr cool aus. Das würde ich in grün einfärben. Naja. Überlege ich mir noch. Jetzt ist die größere Frage. Oh, nö. Okay, da musste ich jetzt erstmal eine Pause machen und recherchieren gehen, beziehungsweise mal ein bisschen durch die Gegend streifen und gucken, wie es jetzt weitergeht, mit Leuten reden. Denn wir hatten Morlath besiegt. Wir hatten den Schleier der Seelen von ihr errungen. Und in die sicheren, in Anführungszeichen, Hände von der Arkanen Bruderschaft gegeben. Ne, Kavatos, ne? Mal gucken, wie sicher das ist. Und dann gab es ja plötzlich nichts mehr. Es gab keine Quest, es gab keine Hinweise dazu, wie es jetzt weitergeht, ob es weitergeht. Und ich war ein wenig irritiert, weil ich gedacht habe, es geht noch weiter.
Aber ich habe nirgendwo weiter Quest-Gegenstände jetzt innerhalb der Zeit gefunden. Keine weiteren Hinweise von irgendwelchen NPCs. Und ich habe auch mit meiner Gilde gesprochen, mit jenen, die das jetzt schon auch fertig gespielt haben. Und wir sind der Meinung, dass das jetzt das Ende ist. Also, dass an dieser Stelle dieses Add-on, das ist ja nur ein Add-on, das ist kein normales Modul, kein eigenständiges, sondern es ist ja ein Add-on zu The Cloaked Ascendancy, das Shroud of Souls damit beendet ist. Wir haben einige der Oberbosse des Splitter der Nacht besiegt. Wir haben den Splitter der Nacht auf jeden Fall zu unserer Fanbase dazu zählen lassen ab jetzt. Die sind auf jeden Fall jetzt auf unserer Seite. Auch die Leute in Evernight, das sind auf jeden Fall Freunde. Definitiv, da sind ganz, ganz viele super auf unserer Seite und wir sind da unglaublich beliebt. Die Abgrundrisse sind weiter, nicht Abgrundrisse, aber die Risse für die Todesalben sind immer noch offen, die strömen immer noch rein. Und ich glaube, dadurch, dass sie jetzt ja Evernight auch richtig eröffnet haben als Ding sozusagen, als böses, und wir mit denen auch schon Kontakt hatten und keinen guten Kontakt hatten, die haben Orcus, die haben dieses Artefakt von Orcus, und ich glaube, da wird noch einiges kommen, bin ich der Meinung, dass da bestimmt noch was kommt. Aber vorerst ist hier erstmal Schluss. Und ich fand es ein bisschen abrupt. Dass es kurz ist, ist okay. Das finde ich, ist okay. Es muss nicht immer eine unglaublich lange Questreihe oder Kampagnenreihe mit einer Chronik sein, wo du dann monatelang farmen musst. Das muss nicht immer sein. Ich finde das auch okay, wenn das so... Das war ja auch nicht das Einzige, was mit dem Patch kam. Deswegen ist das völlig okay. Und gerade weil es ja ein Add-on ist. Also es ist ja sozusagen Modul 11b. Es ist ja nicht Modul 12, sondern Modul 11b. Ein Add-on zu Cloaked Ascendancy, so heißt es. Und es war nur... Ich hatte das Gefühl, es war ein wenig abrupt am Ende. Das Gespräch mit Kavathos hat mir nicht so wirklich gut gefallen. Ich meine, der Endkampf gegen Morless, der war schon wirklich gut. Also du hattest diesen sehr, sehr epischen Turm, den ich wirklich toll finde. Und am Ende, ganz, ganz oben, halt den Kampf gegen sie. Sie war ziemlich mächtig, muss man wirklich sagen. Und dennoch dieser Drache dazu noch. Das war schon eines Endkampfes würdig, muss ich sagen. Das Gespräch mit Kavathos war mir dann halt so ein bisschen so abrupt irgendwo so, Edge, weg hier aus. Aber gut, okay, kann man nichts machen. Deswegen war ich so verwirrt. Deswegen wollte ich jetzt nicht, dass es da ein Bug ist. Hätte auch sein können, dass es ein Bug ist, aber es ist so gewollt. Und es ist völlig okay, dass es etwas kürzer ist. Denn das ist, wie gesagt, ja auch nicht das Einzige, was mit dem neuen Add-on Shroud of Souls kam. Es gibt ja noch genügend anderes, was man tun kann, neben dem Gildenereignis, welchem wir uns auch widmen wollen, in einem anderen Video, und wir müssen jetzt uns erstmal auch drauf vorbereiten. Gibt es ja zum Beispiel auch die Gildenhalle, die man jetzt einrichten kann und natürlich auch möchte. Und das wird einiges an Zeit und Arbeit kosten, finde ich toll. Finde ich wirklich super, dass man, ich hatte das in dem Video dazu auch schon gesagt, in dem Video 00, ich finde es toll, dass man jetzt mal eine andere Richtung auch ein bisschen von Farming hat. Also dieses, dass es nicht in Anführungszeichen nur um Astraldiamanten und Gearscore geht, sondern dass man jetzt hier auch für Materialien nur für Deko, also ich glaube, es ist ja nur Deko, dass man auch dafür jetzt sozusagen auf die Jagd gehen kann, wenn man möchte. Und das finde ich eine tolle Abwechslung, das finde ich wirklich toll. Und wie ihr seht, sind wir jetzt auch schon fleißig dabei, hier das einzurichten. Sieht noch nicht nach viel aus, aber ihr dürft nicht vergessen, dass das für mich jetzt oder für uns ist das Modul jetzt 2 Tage alt. Ein Tag, 2 Tage ungefähr. Ich bin da ein bisschen durchgehetzt und, also nicht gehetzt, wir haben uns ja wirklich umgeschaut, aber ich wollte das jetzt natürlich für euch möglichst zeitnah aufnehmen und ich wusste ja auch nicht, wie lange das geht, und deswegen ist das alles ein bisschen zügiger für mich gewesen und ich habe jetzt ja die Möglichkeit, mich hier weiter zu betätigen. Ihr seht das schon, wir haben da oben einen Wimpel hängen, yay, ein Wimpel, der sieht so verloren aus. Und auch wir haben einen neuen Tisch, einen vernünftigen Tisch, ja, nicht diese Tavernenbänke irgendwo von der Schenke am Hafen, wo so Leute rumlaufen, die, ich weiß nicht, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, aber ihr wisst, was ich meine, so diese typischen Kaschem, wo du denkst, so der Barkeeper wird mit einem Lappen das Glas putzen, wo der Lappen sauberer wird, wenn er das Glas putzt. Und da möchtest du nicht dran essen, deswegen haben wir hier jetzt einen richtig schönen Holztisch. Und auch schon ein paar Stühle haben wir hier. Schöne, einfache Stühle. Nicht so ein Hocker, sondern mit Lehne nach hinten. Das Essen ist weg.
Das ist schade. Aber das ist kein Problem. Das habe ich nämlich auch gesehen. Das kann ich ja auch kurz mal zeigen. Das hatte ich nämlich nicht gezeigt in dem Video. Man kann auch Essen kaufen. Und da möchte ich mal ganz kurz... Ich überlege, ob ich das einfach mal mache. Ich kann es leider nicht ausrüsten. Ich habe nicht die Rechte dazu. Nein, es ist völlig okay, wenn die Gildenleitung da ein wenig aufpassen möchte. Dafür gibt es ja genau die Möglichkeit. Und zwar hier bei der Festung Shanktmite kann man jetzt hier auch ein einfaches Festmahl kaufen. Und das ist eine vorübergehende Dekoration, die nicht in, also die Tische und Stühle können halt einfach ausgetauscht werden, landen in einem Lager, das wird dann verbraucht sozusagen. Kostet 15.000 Gildenmale. Das ist ganz schön viel, aber die ganzen Sachen kosten so. Und ich bin der Meinung, für eine so tolle Gilde kann ich auch mal ein echtes Festmahl ausgeben, auch wenn es nur ein einfaches ist. Und das möchte ich noch am Ende dieser... Ja, ich nenne es jetzt einfach mal... Ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist. Am Ende dieser... Playlist... Nein, dieser Kampagne, dieses Video... Dieses... Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Am Ende dieser Videoreihe für... Shroud of Souls, obwohl natürlich noch welche kommen. Bla bla bla, ich möchte hier... Grüße, Abenteurer. Ich bin der Innenausstatter. Ja, bla, der rede nicht. Der Aufseher hat mich bereits darüber informiert, dass ich kommt. Möchte ein einfaches Festmahl beitragen. Meine Aufgabe ist es... Gucke mal, ich habe eins da, Ruhe. Neuen, großen Raumes in spendet. ...in eurer Gildenhalle mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wenn ihr die Halle auf Vordermann bringt und möbliert, das mache ich. Wird eure Gilde schnell die Bewunderung der ganzen Stadt. Und damit haben wir. Und vielleicht sogar ganz Ferons auf sich jetzt ziehen. Zwei Festmahl. Wieso wird hier. Benötigt, oh, Alter, jetzt ist okay. Halt die Ruhe. Auf mich und halt die Gosche. Wieso haben wir. Wieso wird das nicht angezeigt? Grüße, Manu. Abenteurer. Ach, das doch nicht. Ich bin der Innen. Manu. Okay, die Gildenmaler halten nur 4 Stunden, habe ich gerade erfahren. Also wenn man die hinstellt, das bedeutet vorübergehend nicht nur, dass man sie nicht wieder zurückbekommt, wenn man sie austauscht, sie verschwinden auch einfach noch. Gut, das ist halt Essen, ne? Das wird halt gegessen mit der Zeit. Und hier sind ja auch noch NPCs, die hier leben. Und nun ja, macht nichts. Für eine so tolle Gilde kann man auch mal ein Gildenmal spendieren. Ein Festmahl, nicht ein Gildenmal. Gut, also 15.000 Gildenmale in dem Fall. 15.000 Gildenmale gleich ein Festmahl. Ohohoho. Ja, die Wichtigkeit von H. Gut, abseits dessen, ich rede schon wieder Unsinn. Wie immer, Katafi, du redest immer Unsinn. Ich sage dann mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die neue kleine Kampagne Shroud of Souls. Und ich werde euch, wenn ihr wollt, auf dem Laufenden halten, was in unserer Gildenhalle hier passiert, wie wir das weiter ausstatten. Also bisher ist ja noch nicht... so viel hier drinne, weil es noch nicht so viel möglich ist und es dauert alles ein bisschen mit der Zeit, wird das aber alles kommen. Wir sind gerade fleißig dabei, die Meisterhandwerke zu lernen und dann können wir ja die ganzen Sachen auch richtig selbst bauen. Wir müssen sie nicht kaufen für überteuerte Preise. Und wir werden natürlich auch ein Video machen zu dem Gildenereignis über Tisch und Stuhl. Das wird natürlich alles kommen. Gut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr von dem Event haltet, wie ihr das so findet, ob das euch gefällt, ob ihr das zu kurz findet, ob ihr das auch genau richtig findet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!